eine Führungsposition selbst angenommen hast, nämlich stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe geworden bist, hast du gesagt, Frauen müssen in Führungspositionen besonders aufpassen, sich selbst treu zu bleiben. Was meinst du damit? Ich glaube, dass man sich schnell auch die Eigenschaften der Männer, dass man die schnell annimmt. Die unangenehmen? Nicht nur die unangenehmen. Also ich glaube, ein ganz großer Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass die Frauen einfach emotionaler sind. Ja? Mhm. Wenn ich früher irgendwie in der Schule Mathe hatte, dann habe ich immer mit meinem Bauch nachgeprüft. Ja? Ich habe nie doppelt gerechnet, sondern habe immer geguckt, könnte die Zahl, das könnte klappen oder es könnte nicht klappen. Zwei Fragen dazu. Wie war dein Erfolg in Mathe? Das würde mich erstmal interessieren. Also es war nicht so schlecht, aber ich war auch nicht die Beste. Okay, zweite Frage. Und logisch, das war mir noch, also ist mir bis heute ein Rätsel. Du hast so oder so? Sondern ich habe so über den Daumen habe ich geguckt. Irgendwie mit beiden Gehirnhälften, dass die ständig irgendwie aktiv sind. Und bei Männern und nur eine. Männer das merkt man. Das. Gut. Häufiger nur mit einer Gehirnhälfte arbeiten. Männer oder Frauen? Männer haben die kräftigeren, Frauen die spitzeren. Ja, das ein wahnsinniges Machtpotenzial ist. Mhm. Hm. Ja, aber den zusammenhalten. Männern auch. Kurzer Ausflug in die Politik. Das möchte ich hier vor der Kamera nicht beantworten. Den Popstar, er ist geliebt und heiß geliebt. Ja, er ist ein toller Typ. Wir sind alle glücklich. Aber er liest ab, aber ist nicht schlimm. Aber er liest ab und ich bin auch drauf gekommen, er hat entsetzlich wegstehen. Muss er mal liefern. Ja. Stimmt. Franziska, du guckst so, als wolltest du was. Ja, ich finde ja zum Beispiel, dass Frau Merkel... Was hat sie nicht, dieses Entertainer-Gehen, was eben auch Barack Obama... das ist ja das Schöne daran, dass es das ganze Spektrum an Weiblichkeit gibt. Ich glaube, sie ist so naiv gewesen, dass sie jetzt nun glaubt, dass man in kurzer Zeit alles sofort verändern kann, dass Politik... Demnächst seine Lebensgefährtin, jetzige Verlobte, hat er das Zeug, glücklich zu werden? Sonst muss man sich noch äußern. Rate. Wie kommt das, dass die Leute es nicht schaffen? Scheidungsrate 50%. Mhm. Und das kann ich... Ich dachte, ich war 6-mal verheiratet, 3-mal davon mit Trauschein. Ja. Also sie ist nicht verheiratet, aber seit 3 Jahren verlobt. Mhm. Stand in der Zeitung irgendwo. Mhm. Bei dieser verlobt heißt ja, dass man sich die Ehe verspricht, aber eben noch nicht... Ich glaube einfach nicht an für immer. Beziehungsweise ich finde es gefährlich, das in den Mund zu nehmen. Ja, zu Hause auch Zeit. Ja. Genau. Ja, kann man ja auch tun. Aber man kann es zum Beispiel so machen, wenn dir kaputt geht und du wirklich nicht mehr kannst. Haben Sie gemerkt, dass sein Lebenswille nachgelassen hat? Ja, die letzten 4 Wochen. Jetzt, so. Also nicht emanzipiert sein. Ich wollte gerade sagen, ist aber nicht so charmant. So, nein, Sie haben ihn eben so als Charmeur dargestellt. Ja, aber das heißt, heute bedauern Sie es? Ja, jetzt als Witwe bedauere ich, dass ich kein eigenes Kind habe. Mhm. Aber sehr. Ja. Aber sie sagt. Und dass die aufeinander losgehen, weil sie eben in. Ingrid. Also. Was willst du jetzt damit eigentlich sagen? Ich mache sehr viel Fernsehen. Ich weiß, wie das gemacht wird. Ich weiß, wie es. Ich war da, deswegen weiß ich, wie es. Also entschuldige bitte, aber ich spreche dir einfach das Recht ab, darüber zu urteilen, denn ich war da, 16 gab. Ja. Das eine ist das Fernsehen, ja, Frau Koller, das andere ist ein Format, nützt alles nicht. Das müssen wir ja glauben, wenn Sie das sagt. Wir können da ja nicht alle hin. Und haben mitmachen müssen in Ihrem Leben. Für manche Menschen mag das sicher zutreffen. Und für mich Sie? Nicht. Mhm. Weil ich denke, mit diesen Wunden lebt man einfach bis... Das ist eine Interpretationsfrage dann irgendwann. Also weil... Da ist ich eben in der Maske und da kommen nun mal Dinge zutage und werden eingesetzt, die... Mal kurz erzählen, wie Sie aussehen, bevor Sie in die Maske kamen. Ich habe hingeguckt. Wir haben da heimlich gedreht. Also, also ich kann bestätigen, ein Traumkörper. Ja. Ach, danke wir haben uns schön. In derselben Garderobe umgezogen. Aber ich dachte, dass du... Machst du nicht manchmal, wenn es... Aber könntest du mir... Ich auch in die Maske, bevor die Fernsehsendung beginnt, versuchen wir den Schlips ordentlich zu binden. Trick. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit deiner Transpiration steht. Oh Gott. Nein, ne? Also Sonja. Aber die Kostüme sind ja sehr kurz. Die Klebefläche Richtung Textil nicht andersrum. Ja? Ich habe Folie gelernt, Slip-Einlage für die Achselhöhle. Gibt es noch andere? Verzeihung, gibt es noch? Du bist ja fast fertig. Oh, Segelohr? Ja. Ja. Dann Segelohr. Ja, ja, also, ich habe aber, ist nicht so schlimm. Jetzt, ist schon schlimm? Okay, vor diesem Hintergrund. Mittlerweile werden zu 16., 17. und 18. Geburtstag, was man tunlichst sein lassen sollte. Aber ich wäre jetzt nicht so heuchlerisch und würde einer 16-Jährigen, die eine Nase so groß wie ein Meer... Wenn man nicht so einen Erfolg hattest, da hat eine Zeitung über dich eine sehr unangenehme ist. Ja, ich glaube, es war damals auch einfach das Alter. Also würde heute jemand sowas über mich schreiben, dann hätte ich, glaube ich,
habe ich so viel Erfahrung und das Alter, sofort zu sagen, das war's, aber... Ich wollte ja sozusagen auch nur den angenehmen Bogen. Franziska van Almsick, eine der wenigen Frauen ist, die sich ob ihres 30. Geburtstages darauf gefreut hat, endlich Augenfaltencreme kaufen zu dürfen. Ja. 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 Ich wollte irgendwie. Aber es hat funktioniert. Meinst du tatsächlich, dass es. Oder vielleicht hast du. Mal gucken, Frau van Almsick, das ja. geht ja auch irgendwie schwer über den Lippen. Immer noch ja. irgendwie Franzi. Ja. Und du bist ja nicht mehr 13. Tennissocken. Ja, natürlich. Und du warst nicht 13. Ich war nicht 13, das stimmt auch. Das kommt noch hinzu. Ja. Also es ist nicht so, dass es mich heute nervt oder dass das heute für mich... Wieso, glaube ich, noch ein paar Kilo mehr drauf, oder? Da hatte ich ja noch mehr, das ist unvorstellbar. Ne? In dein heutiges Leben, du sagst, viel zu viele Kinder, und man denkt gar nicht, dass das ein Problem ist in Deutschland, ist so, ertrinken, ist das wirklich eine signifikante Zahl? So, dass man sagt, Kinder... Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung... Das ist so die erste Prüfung, da schwimmt man eine Bahn und... Genau, ich glaube, man schwimmt 25 rein lernen, weil ich finde es immer doof, darüber hast zu reden. Hast du aus dem Kinderbuch schon vorgelesen? Du hast ja, also das Bild vorne, ich mache zu klein. Und das Buch soll sozusagen... Die hatte ich schon vor 5, 6 Jahren, also die Idee zu dem Buch hatte ich schon sehr lange und wollte das irgendwann umsetzen und war irgendwie immer zu faul, mit dem Kind in der Badewanne machen kann oder am Strand oder auch am Badesee. Und natürlich... Ja, gut, unsere lernen schwimmen. Und wenn es animieren kann, dann ist es toll. Es ist, also ich glaube, schaden kann es nicht. Es ist wunderschön illustriert, also für Kinder jeden Alters. Aber wo wir gerade in der Literatursendung sind, Sarah, die Hauptfigur in deinem Roman, der heißt Mängelexemplar, leidet unter depressiven Schüben, unter Ängsten, unter... Laut und aufregend, das ist eine Furcht, das ist ein beschissenes Event, eine Depression. Und der ist mir tatsächlich als erstes... Ganz gut, um die Sendung von heute zu beschreiben. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden sehr herzlich. Frau Koller, Frau van Almsick, Frau van Bergen, Frau Schäfer, Frau Krautombin. Ich finde die Sendung nicht schlecht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch um 23:30 Uhr wiedersehen.